Hallo, guten Tag, Sonja O'Reilly. Hallo, guten Tag. 2, 4, 6, 7 Mädchen. Süß. Ich habe euch schon zwei Stunden. Ich finde das ja toll, dass so viele da sind. Wie schön. Trotz Corona. Ja. Bin ganz begeistert. Jetzt sind wir in Bad Oeynhausen bei She Does Future. Und ich freue mich ganz besonders, hier mit so vielen jungen Frauen zusammenzustehen. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr alles zu erzählen habt. Aber zuerst möchte ich die Renate Tewag bitten, den Preis zu überreichen, auf den ihr jetzt so lange habt warten müssen. Liebe Lynn, liebe Sonja, liebe junge Frauen von She Does Future, herzlichen Glückwunsch für euer Projekt. Das ist der Symbolpreis und wir übergeben euch sehr gerne die Urkunde noch dazu. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement der Organisation She Does Future Mädchen und junge Frauen auf ein selbstständiges, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben vorzubereiten geehrt. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin gutes Gelingen. Dankeschön. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich, auch im Namen der Mädchen, die jetzt heute mit dabei sind, die aber auch stellvertretend für all unsere Mädchen hier im Programm stehen, für die Anerkennung der Arbeit, die wir leisten und auch die damit verbundene Unterstützung. Sagen ganz herzlich nochmal Dankeschön auch für den Besuch heute. Wir möchten auch damit natürlich nochmal sagen, dass uns das für unsere Arbeit motiviert, gerade auch die letzten 2 Jahre, die nicht so leicht waren als gemeinnützige Organisation zu bestehen, die von einem Live-Kursangebot lebt. Und gerade dann ist es schön, wenn die Arbeit anerkannt wird, wenn die Mädchen weiterhin kommen, weil sie die Arbeit wertzuschätzen wissen und hier eine gute Zeit haben, sodass wir einfach noch viel mehr Mädchen hier bestärken können. Dankeschön. Ja, also ich bin Thalisa und ich bin 14 Jahre alt und ich bin bei She Does Future seit Mai 2020, weil ich bin erst mal darauf gekommen, weil es hier einen Kurs gibt, der Let's Talk English heißt. Und dafür habe ich mich eben sehr interessiert. Und dann bin ich auf den Verein gekommen und dann habe ich erst gesehen, was hier eigentlich so vor sich geht. Und ich bin Carla, ich bin 15 Jahre alt. Ich kam auf She Does Future durch Instagram-Werbung. Die haben hier ein nachhaltiges Event gemacht, was ich persönlich sehr interessant fand. Ich bin Lena, ich bin 14 Jahre alt und ich bin auch seit 2019 bei der Creative Corner. Und ich habe bei She Does Future schon einige Workshops mitgemacht und dabei so ziemlich viele inspirierende Frauen kennengelernt. Und ich finde es einfach schön, dass man hier so auf seine Zukunft vorbereitet wird. Aber es ist einfach so wertvoll mitzukriegen, dass das, was wir uns mal überlegt haben, wirklich so Frucht trägt. Und dass ihr so herkommt. Ich könnte euch alle gerade knuddeln. Ich tue das gerade so. Es ist so wertvoll, dass ihr jede Woche herkommt. Und es ist einfach ganz, ganz wertvoll für uns, mitzukriegen, dass wir da nicht mal eine fixe Idee hatten, sondern dass es genau eben bei euch so ankommt. Ja, mir gefällt ja besonders dieser Spruch, den ich hier hinten gelesen habe. If the plan doesn't work, change the plan, not the goal. Und umso mehr interessiert mich das jetzt wirklich, was ihr alles für Kurse anbietet, wie vielfältig ihr seid, weil wir möchten natürlich auch gerne ein bisschen Reklame für euch machen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn es noch andere Gruppen gibt, die eure Ideen aufgreifen. Also, dass ihr sowas wie ein Best-Practice-Modell werdet. Ein großes Anliegen ist uns einfach, und das gelingt uns ja sogar jetzt hier in der Runde, positive Vorbilder für junge Mädchen zu schaffen. Also Menschen einfach, von denen ich lernen kann. Das können Frauen sein, das können Männer sein. Weil alles uns so auf dem Weg, sich selber zu finden und die eigenen Stärken zu entdecken. Und dafür brauche ich andere, von denen ich lernen kann. Und Lebenswege, die mir ein Beispiel sein können. Oder auch Menschen, die ich um Hilfe fragen kann. Und parallel dazu muss ich ja entdecken, was kann ich eigentlich selber? Was macht mich jetzt aus? Und deswegen haben wir außerschulisch ein Kursangebot, was wöchentlich stattfindet und monatlich stattfindet. Also wir haben wiederkehrende wöchentliche Angebote nach der Schule, wo die Mädchen hier ihre Talente entdecken können. Also zum Beispiel Creative Corner, was wir eben schon gehört haben, wo ich kreativ sein kann, haptisch, also wirklich mit den Händen was machen kann, aber auch digital. Also die lernen eben mit der Lynn, die den Kurs leitet, eben auch Bildbearbeitung oder wie designe ich meine Postkarten, das hat Lara zum Beispiel schon bei uns gemacht, wie designe ich Postkarten und finde den Preis raus, was sie kosten und bestelle sie dann mal für Weihnachten. Die Lena hat schon extern Postkarten für ein Unternehmen gestaltet, was dann ja die Postkarten erworben hat von unserer
unserer Creative Corner. Das ist Lebenserfahrung, so, die man im jungen Alter schon macht. Wir haben eine Schreibwerkstatt, das Writing Lab. Wir haben unseren Englischkurs, wo Thalisa drin ist, die sich ja dadurch auch schon mit aufs Ausland vorbereitet hat. Wir haben die Möglichkeit, bei uns Praktika zu machen. Das hat Carla schon genutzt, das hat Lara schon genutzt. Lena wird auch zu uns kommen, einfach mal hier mitzuarbeiten. Hallo, ich bin Leonie und ich mache mein zweiwöchiges Praktikum bei She Does Future. Heute ist mein dritter Tag und ich durfte schon sehr viel mithelfen und meine eigene Meinung mit einbringen. Heute habe ich an einem Entwurf für eine Akrobatikseite gearbeitet und ich finde es total cool, dass ich hier so viel mitmachen darf. Wir haben ein Bewegungsangebot, ein Akrobatik und Show and Motion nennen wir das Angebot, wo Kinder ab 3 Jahren Bewegungserfahrungen machen, auch da, um sich körperlich natürlich zu betätigen. Aber der Bereich Kunst und Artistik ist auch ein Berufszweig. Dann haben wir noch Workshops, die wir machen, die nicht jede Woche sind. Das ist sowas wie der Finanzkurs, den wir von den So Optimistinnen hier auch unterstützt bekommen haben, ganz toll. Machen wir mit einer Firma in Berlin zusammen. Wir haben die Hacker School, auch das ist nicht unser eigenes Angebot, sondern die Hacker School sind ein Partnerunternehmen, eine Partnerorganisation aus Hamburg, die IT- und Programmierkurse anbieten. Wir haben Yoga, was wir anbieten, zweimal im Monat auch mit einer Kooperationspartnerin zusammen. Dann haben wir natürlich unser großes Format, die Summer School, wo wir jetzt schon wieder in die Planung gehen für dieses Jahr. Das ist eine Woche in den Sommerferien, eine Woche Inspiration, Motivation und Begleitung für junge Mädchen. Sie lernen Tools zum Thema Empowerment, also wie bin ich selbstbewusst. Sie bekommen aber auch Input von motivierenden Speakern und Speakerinnen, die über ihren eigenen Lebensweg erzählen. Oh, das. Ja, genau. Erzähl du mal ein bisschen was von dir. Also ich bin ja hier bei Let's Talk English und das hat mich auch darauf, also empowered und auch darauf vorbereitet, weil ich war von August bis Dezember, glaube ich, in England. Wow, ja, toll! Und das hat mir auch ein bisschen Mut gegeben dafür. Toll. Mutig sein gehört auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall. Ja, also ich finde so Wissenschaft und so und Politik und Technik sehr interessant. Jede Frau, die in die Technik und in die Wissenschaft geht, ist eine Bereicherung für uns alle.